Also Paar. Das ist Paar Waffenfabriken. Die Waffenfabriken halt kaputt machen. Und irgendwie kommt hier kein Ochstransport, ne? Komisch. Der wurde ja schon kaputt gemacht. Ja, bin bereit. Sehr interessant, sehr interessant. Verschont keine. Zum Glück kann der BMT, glaube ich, keine Leute überfahren, ansonsten Einheit wird angegriffen. Hätte ich jetzt echt alt ausgesehen. Keine Überlebenden. Hey, wäre der da einfach durchgefahren. Ich habe auch nur die Nord-Kampagne ein einziges Mal gespielt. Ne, oder zweimal. Also sehr oft war es noch nicht. Wir sie mal vom Himmel runter. In Sicht. Gehen wir auf die Jagd. Warum denn von da? Los geht's. Wir kämpfen. Warum kommen die von da? Es wurde doch Norden gesagt. Hä? Wir verschwenden Zeit. Okay. Seltsam. Einheit befördert. Komm schon, holt die runter. Es kann nicht so schwer sein, hier noch die restlichen zwei Ochs-Transporter kaputt zu machen. Ja. Wie das Radar zeigt, wird die GDI deutlich schwächer, denn sie bekommt keinen Nachschub mehr. Also machen Sie Dampf und geben Sie den GDI-Truppen den Rest. Das war knappe Sache, richtig knappe Sache. Hätte er abgesetzt, denn wäre die Bonusmission uns, glaube ich, flöten gegangen. Aber da wir da gerade so geschafft haben, soll es kein Thema sein. Wir speichern nochmal. Nicht, dass das Spielfall gleich abschmiert. Einsatzziel erreicht. Gewonnen. Neutralisieren Sie die restlichen GDI-Truppen. Und jetzt kommt der Nordbanner. Mission erfolgreich. Ja, ja. Haben schon die dritte Mission fertig. Geht ja bis jetzt echt gut. Pam, pam, pam. So, weiter geht's. Nächste Mission. Hampton Roads. Angriff auf Hampton Roads Flottenstützpunkt. Mann, sie räumen da vielleicht auf. Das ist ja fast zu leicht. Na gut, wie Kane immer sagt. Niemals nachlassen. Dringen Sie in Hampton Roads Naval Base ein. Damit wäre der größte GDI-Hafen lahmgelegt. Inzwischen landen wir mit Nachschubtruppen an allen Küstenabschnitten. Das wird ein schöner Anblick, glauben Sie mir. Jo, kein Thema. Hampton Roads, Sie haben Befehl, den größten Flottenstützpunkt der USA zu erobern und einen Flugzeugträger der GDI zu versenken. Sobald die Bruderschaft Hampton Roads kontrolliert, können wir unsere Offensive in der blauen Zone mit zusätzlichen Einheiten unterstützen. Der Plan für diese Operation ist ein Geniestreich. Wir haben ein Kommando mit einem Frachtcontainer in den Hafen eingeschleust. Versenken Sie mit dieser Eliteeinheit den angedockten Flugzeugträger. Sobald der Träger außer Gefecht ist, schicken wir ihn Truppen für die Eroberung des Hafens. Und noch etwas. Wir haben auch einen Saboteur eingeschleust. Allerdings ist der Kontakt zu ihm vor einigen Stunden abgebrochen. Wenn Sie ihn finden, nutzen Sie seine Fähigkeiten. Weiter. Ach ne, Spiel. Empfange Nachricht. Solange Langley unter Beschuss steht, erfolgt die Luftsicherung der Ostküste ausschließlich über die GDS Path. Wenn wir sie zerstören, haben wir die absolute Lufthoheit und können die Bruderschaft aus der Luft unterstützen. Patrouille nähert sich. Ich arbeite allein. So. Positiv. Genau, die waren nämlich übel stark und glaube ich konnte sich auch tarnen. Genau mein Team. Einheit wird angegriffen. Aber ich hatte es stärker in Erinnerung. Den Kommandobot. Ja, hier ist ein weiblicher Kommandobot. Das ist eigentlich. Ich verstehe. Ist das eigentlich Standard gewesen in Commander Conquer? Ich erledige das. Universum? Weiß gar nicht. Bin gerade am Überlegen. In Stufe Alarmstufe Rot hatte man da als Kommandobot Tanja, glaube ich. Und bei Sowjets hatte man da überhaupt einen Kommandobot? Ich weiß es gar nicht. Naja, hier heißen sie einfach nur ganz stumpf Kommando. Bei den anderen. Ich verstehe. Okay. Hatten sie noch einen Namen, glaube ich. Einheit befördert. Freut mich, sie kennenzulernen. Halt so wie in Tanja und keine Ahnung, wie sie alle hießen. Müsste allein im Stufe Rot eigentlich auch nochmal wieder spielen. Ist er der Nächste? Beziehungsweise könnte ich dann ja auch mal ein letztes Play von machen. Aber mal sehen, erstmal Tiberian. Okay. Wars komplett fertig machen. Ist der Nächste? Ich also Tiberian Wars 3 hier. Positiv. Zack. Zack. Okay.
gucken, ob was hier noch ist. Gut, gar nichts. Ich glaube, ich sollte mir mal auf den Hot gelegen. Positiv. Okay. Wer positiv. Schlauer. Ich verstehe. Na, Einheit wird angegriffen. Hoho. Na gut, jetzt höchster Rang, ne? Positiv. Haut der Kommando so oder so super rein. Der gefällt mir. Darf mir halt bloß nicht hops gehen. Deswegen sollte ich auch mal speichern. Weil so eine Mission sind immer recht schwierig. Vor allem, wenn man, na gut, auf Mittel, also auf Normal ist es nicht so schwierig, aber wenn man nur Fahrt oder so spielt, dann, ja, ist doch recht heftig. Okay. So, nee. Positiv. Laufen wir erstmal hier den Steg lang. Ich verstehe. Gucken, was hier so ist. Wird gar nichts. Positiv. Okay. Geh mal rüber. Das wird garantiert Heilung sein. Aber dass sie sich selber erheilt, jetzt durch den höchsten Rang. Feindliches Kommando entdeckt. Und da ist nämlich der feindliche Kommando. Das ist nämlich ein Typ. Rücke vor. Einsatzziel. Und tschüss. Okay. Feindliche Basis in Sicht. Oh, Phantom Glider. Verstärkungen sind eingetroffen. Phantom Glider sind cool. Ich verstehe. Wie gesagt, ihr werdet dann noch meine Rücke Taktik vor bei dem Notz sehen. Bei den Skrinnen später auch. Rücke vor. Alter. Empfange Nachricht. Die GDI kontrolliert über das Büro der Hafenbehörde diesen Hafen. Zerstören Sie dieses Gebäude, um das zu ändern. Okay. Dazu speichern wir mal. Oder beziehungsweise, ich kann dir auch jetzt schon sagen. Wir können die Scharfschützen mit unseren Sensoren orten. Oh, die Snipers, die holen wir doch uns gleich mal. Schießen Sie los. Geheimdienstdaten aktualisiert. Zwei. Roger. Wir holen uns mal die Sniper. Stealth-Einheit geortet. Roger. Die werden nachher richtig hammer. Neues Bonusziel. Suchen Sie den verschollenen Saboteur. Einheit wird angegriffen. Oh, shit. Verstanden. Okay. Na klar. Bin allzeit bereit. Auf in den Kampf. Lassen Sie sich Zeit. Alles ruhig. Wo war ich jetzt? Achso, bei GDI dagegen gehe ich ja extrem viel auf. Patrouille bereit. Also? Na, wie heißt's? Positiv. Boden, also Panzer. Ist der Nächste? Werde ich immer sehr schnell auf Panzer halt gehen. Ist der Nächste? Und bei Notz ist es genau andersrum. Da habe ich mehr oder weniger nur die Kinderspiel. Feindliche Einheiten. Positiv. Ja, die. Alter, ich komme nicht auf den Namen. Nur die Panzer. Als Einheit wird angegriffen. Na, sag schnell. Nur als Bodenverteidigung halt. Oder als kleine Verteidigung. Was gibt's? Und nicht so stark drauf basierend wie bei GDI. Die Notte gehe ich mir auf Flug. Okay. Verstanden. Und tschüss. Alles klar. Verstanden. Ist auch am besten durch die Phantom Glider. Da habe ich mir nämlich auch eine schöne Taktik ausgeklügelt. Nähere mich Ziel. Und tschüss. Koordinaten erfasst. Neues Bonusziel. Erobern Sie den Gefechtsstand. Patrouille bereit. Bin allzeit bereit. Gefechtsstand? Der ist da. Na gut. Was jetzt? Alles ruhig. Und zwar hat man. Eigentlich kann er. Phantom Glider so eine Laserkanone dann abschießen. Macht sie fertig. Später im Spiel durch das Tech-Zentrum. Oder Tech-Labor. Dadurch werden die übelst stark und wenn man da, sag ich jetzt mal, 20 Gleiter dann hat, also man basht die so weg, das ist so extrem. Da kann man eigentlich nur mit sehr starker Flugabwehr was gegen machen. Was aber ja nicht so der Fall ist. Ups. Okay. Sind da Raketenwerfer zwischen? Was jetzt? Auf Patrouille. Ich hoffe nicht. Verstanden, wir greifen an. Natürlich bin ich bereit. So. Okay, wir sollen das Pingens einnehmen. Ich verstehe. Ich werde hier mal lang gehen. Ja, ich bin hier. Sie können nirgendwo hin. Allzeit bereit. Naja, sollte eigentlich kein Thema sein. Jetzt mit dem Kommando, ich werde die hier bloß im Auge behalten. Nicht, dass hier so eine Leute ankommen, meinen Granaten auf mich zu werfen. Positiv. Oder mein Kommandobot gleich kaputt machen. Okay.
Okay. Rücke vor. Komm, tarn dich doch jetzt endlich. Mein Gott. Okay. Oh, speichern, unbedingt speichern. Sag ich ja, weil wenn dann so eine Massen kommen, weil ich möchte meine Spreng-Typis eigentlich ungern noch dafür nutzen. Okay. Verstanden. Mach sie fertig. So. Voll frei. Natürlich sind die Phantom-Gleiter mit der Laserkanone, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen stärker Roger. Dann. Ach, da ist mein Typi. Ja, ich bin hier. Und die muss ich erstmal reanimieren. Heilen. Da muss ich das gerade alles mit dem Phantom-Gleiter machen. Natürlich zieht man sich jetzt. Oder zieht sich die Mission jetzt hin. Ich will eigentlich hier alles kaputt machen. Denn hier rüber stürmen. Aber da die meinen, hier immer die ganzen alten Gebäude zu besetzen. Wir haben sie. Dauert das ein bisschen. Und mein Kommandobot soll ja auch nicht tot gehen, weil das die stärkste Einheit ist, die ich habe hier. Also soll die sich auch erstmal ein bisschen regenerieren. War das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Und das dauert seine Zeit. Dabei, derzeit werde ich halt die beiden Gebäude kaputt machen. Ups. Einheit wird angegriffen. Shit. Ich verstehe. Und den Phantom-Gleiter das raushauen. Macht sie fertig. Mit sie nieder. Haben ihn im Visier. Außer wenn man halt. Also? Wie sieht's aus? Den falschen Button drückt, kann man auch den Kommandobot riskieren. Wenn man aus Versehen den anklickt und dass der angreifen soll, was nicht so toll ist. Ich arbeite allein. Schießen Sie los. Kommt weg. Verstanden. Ja, ich bin hier. So. Rücke vor. Jetzt ist er voll geheilt. Durch die Kiste aber. Ist der Nächste? Und das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein, hier irgendwie fix da mal alle Leute hier auszurotten. Genau mein Team. Hier ist meine Karte. So, fix mal da. Sprengsatz reinhauen. Ich verstehe. Und hier einen Rückzug machen. Rückzug, Rückzug, steh auf. Okay. Habe ich hier noch irgendwo eine Kiste? Ich glaube, hier hinten war noch eine. Aber die ist. Ist die schnell? Ja, die ist doch recht schnell. Also soll es eigentlich kein Thema sein, das zu beschleunigen. Vor allem, weil sie mir alle im Nacken hängen. Positiv. Ich glaube, da war noch eine Kiste. Phantoms sollten auch erstmal nur als Unterstützung gelten. Jo, da ist er. Okay. Ich werde nochmal speichern. Adlerwache 1999. Jo. Jo. Und auf geht's. Ich verstehe. Jetzt holen wir uns erstmal die hier, die sich trennen. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheit. Von der restlichen Horde. Okay. Ist der Nächste? Das ist nämlich sehr dumm. Einzel gegen Kommando, der auf dem höchsten Level ist, beziehungsweise höchsten Rang ist es ja hier. Das ist einfach nur tödlich. Rücke vor. So. Positiv. Meine Phantoms greifen aber irgendwas immer an. Oder werden angegriffen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Grenadiere sind eigentlich die stärksten gegen Kommando. Die ganz normalen Schützen sind eigentlich, glaube ich, nicht großartig das Problem. Der gefällt mir. Positiv. So. Aber die produzieren ganz schön stark nach. Das gefällt mir nicht so. Natürlich bin ich bereit. So, mal gucken, was die hier so sagen. Erfasse Ziel. Ich hoffe nichts Böses. Nähere mich Ziel. So dass ich mal wenigstens meine Ruhe haben kann. Um die Basis damals auszulöschen. Weil ich würde das Bonusziel doch ganz gerne mal mitnehmen. Verstanden, wir greifen an. Alles klar. So. Da habt ihr noch welche. Mit sie nieder. Da sieht man ja, dass die Phantoms echt so übel abgehen. Mach sie fertig. Mit sie nieder. Nähere mich Ziel. Also? Gut, die ist schon hier fast heil. Bleib dran. Ja, es ist ja eigentlich nur ein Cyborg. Darum kann man heil ja sagen. Allzeit bereit. Okay, das Gebäude wird mir zwar nicht mehr angezeigt. Dass da noch Leute drin sind, aber na gut. Wenn da wohl noch ein Gebäude drin sind, warum nicht? Nirgendwo hin. Ich warte. Mit Zack. Freundlichen Grüßen. Ich weiß gar nicht, ob die Schaden nimmt, wenn sie zu dicht daran geht. Natürlich bin ich bereit. Dafür wurden wir ausgebildet. Verstanden. Komm zurück. Das ist nicht so prickelnd, wenn da zwei Raketenwerfer stehen.
Ist er der Nächste? Für die Phantoms. Weil die würde ich doch ganz gerne behalten. Okay. Ich verstehe. Wie ich das nun machen soll im Endeffekt, das weiß ich nicht. Einheit wird angegriffen. So, jetzt speichern wir mal. Jetzt holen wir uns mal den Saboteur. Wissen dich da? Oh, ja. Den was haben wir hier. Was ich da? Wie Sie meinen. Halt, fette Taste. Ich habe ja gerade gespeichert. Ich warte. Ich verstehe. Ich denke mal, ich werde den hier irgendwie so vorbeischleusen. Was kann ich damit machen? Wie stark ist eigentlich mein... Okay. Mein Kommando genau gegen so ein... mein Team. Töfter. Juckt dem überhaupt nicht. Super. Rücke vor. Positiv. Was gibt's? Normalerweise kann ich auch meine Phantomgleiter jetzt noch mal fix aufleveln. Roger. Verstanden. Feindliche Einheiten in Sicht. Wäre cool, wenn sie hier noch so ein Verstanden. Levelbalken hätten. Dass dann halt da angezeigt wird, jo, so und so viele EP braucht man noch. Ja, muss ja nicht direkt so angezeigt sein. Aber dass man halt so einen kleinen blauen Balken hat, der dann angezeigt, jo, so weit ist er. So, Michael.